Party People, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Samstag, es ist das schönste Wetter und es ist Zeit für das Topspiel der zweiten Bundesliga. Der erste FC Nürnberg kommt heute zu uns auf dem Betze zu Besuch und ich habe heute ein sehr gutes Gefühl, dass die drei Punkte zu Hause bleiben. Ich würde sagen, wir schwingen uns jetzt einfach ins Auto und let's go. Wir sind im Stadion, wir sind auf unserem Platz. Das ist unscharf, warte. Jetzt bist du scharf. wir haben irgendwie, so früh waren wir glaube ich schon nie im Stadion, wir haben nämlich glaube ich eine Dreiviertelstunde noch gewartet, bis das Stadion überhaupt aufgemacht hat. Keine Ahnung, was heute los war mit unserer Zeitplanung, aber ja, ne? Gibt's schon. Ich dachte, das Stadion geht früher auf. Tja, war aber nicht so. So, was tippst du heute? Also, gegen den Club, das war mein erstes Spiel hier auf dem Plätze gewesen, das war 1990, das ging damals 3-1 für uns aus und genau so geht das heute auch aus. Okay, ich sag 2-1. Der Rest war noch 3-1. Schauen wir mal. Thank you.
Was war das bitte heute für ein Fußballabend? Unglaublich. Also, ja, die Stimme ist nicht mehr ganz, oder? Aber bitte, was war das heute für ein Spiel? Was war das für eine Stimmung? Eine halbe Stunde, bevor es überhaupt losging, war eine Stimmung in diesem Stadion. Das war der absolute Wahnsinn. Wir haben heute echt richtig gut gespielt. Die Nürnberger haben auch sehr, sehr gut gespielt, muss man echt sagen, finde ich. Also es waren zwei starke Mannschaften heute auf dem Platz. Es waren zwei starke Fanlager da. Und ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal zu Hause 3-0 geführt haben. In so kurzer Zeit, beziehungsweise in der ersten Halbzeit. Also ja, absoluter Wahnsinn. Mein Mann hat richtig getippt. Viele von euch auch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Heimspiel wieder. Ich kann leider gegen Karlsruhe nicht dabei sein. Aber dann gegen die Hansa bin ich wieder dabei. Nicht wahr? Und ihr auch. Also wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das jetzt. Lasst noch ein Like da für das Video. Kommentiert gerne. Und bevor ich es vergesse, ich habe ja beim letzten Video die Frage gestellt, weil mich einige gefragt haben wegen dem Trainer. Beziehungsweise, weil da das Gespräch aufkam. Jetzt habt ihr mich gefragt über Insta, was ich denn dazu sage. Ich persönlich bin ein Fan von Kontinuität. Das heißt, also ich bin dafür, dass eine Mannschaft und ein Trainer lange oder länger zusammenarbeitet. Von daher finde ich, dass Dirk Schuster absolut sehr gut zu dieser Mannschaft passt. Auch wenn ich nicht immer einverstanden bin mit seinem System, was er spielt. Aber ich bin auf jeden Fall dafür und finde, dass er der richtige Trainer immer noch ist. So viel dazu. Und jetzt wünsche ich euch eine wundervolle Nacht. Es ist jetzt, glaube ich, 1 Uhr oder so. Und ja, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Wir sehen uns. Macht's gut.